Zum Live-Abend mit Civilization 5, ein Multiplayer-Match, möchte ich euch gerne einladen. Am kommenden Freitag, am 9. Mai, ab 20 Uhr bis Mitternacht auf meinem Twitch-TV-Kanal. Wie immer eine gemeinsame Veranstaltung von Civforum.de, dem großen deutschsprachigen Fanforum für Civilization und andere Rundenstrategiespiele und von meinem YouTube-Kanal. Und diesmal sind wieder eine ganze Reihe von Gästen dabei, beispielsweise diese 5 hier. Hallo ihr Lieben. Hallo. Einer fehlt noch, das ist Black Arken, über den werden wir jetzt allerdings auch nicht schlecht reden, wir haben ja Manieren. Welche Fraktion, welchen Leader er spielen wird, weiß ich nicht. Wird er sich vielleicht auch überraschen lassen, vielleicht werden wir nachher am Schluss der Aufnahmen noch überlegen, womit wir ihn am besten besiegen könnten, wenn er diesen Leader spielt. Aber die anderen Anführer, die stehen schon alle fest, zum Beispiel deinen Anführer, den hätte ich gerne gewusst, Tracina. Ja, ich werde Polen spielen und werde dem König Kasimir ein bisschen unter die Arme greifen. Du wirst die Polen spielen. Warum? Was bringen die mit? Das sind, glaube ich, besonders gute Kavalleristen in der Zeit, in der wir spielen. Wir spielen nämlich in der Renaissance, da starten wir. Also die haben Spezialeinheit, den geflügelten Reiter oder wie der heißt. Er ist zwar nicht sehr kampfstark, aber er kann sich eben sehr weit bewegen. Was eigentlich ein ziemlich guter Vorteil ist. Er ist sozusagen noch ein Tick schneller als ein normaler Reiter. Vor allem ist auch der Vorteil bei den Polen, jedes Mal, wenn wir eine neue Klasse erreichen, also jedes Mal ein neues Zeitalter, bekommen wir eine Sozialpolitik umsonst. Tracina spielt mit einem geflügelten Reiter, dessen Hauptqualität darin besteht, möglichst schnell fliehen zu können, wenn er angegriffen wird. Das macht uns allen Mut, uns Mitspielern. Beispielsweise dir, Egonson. Du spielst Venedig, einen Stadtstaat. Bist erstmals hier als Gast mit dabei auf unseren Livestreams. Finde ich klasse. Warum Venedig? Ja, wir spielen ja in der Renaissance und was bietet sich da mehr an als Venedig? Ich werde dann die Welt mit meinen Kunstwerken erobern. Ich werde dann meine Gegner mit Büsten und Statuen in die Flucht schlagen. Nee, im Ernst, also Venedig ist ja dann eben dieser Stadtstaat, der keine eigenen Siedler produzieren kann, aber es kann dann andere Stadtstaaten mit denen sehr guten Handel betreiben und mit euch eben auch, werde dann eben versuchen, mich diplomatisch diesmal sehr geschickt zu verhalten und nicht jeden meiner Nachbarn gleich auf die Rübe zu hauen, weil ich brauche ja euer Geld. Er will nur unser Bestes. So sieht's aus. Ja. Egonson möchte nur unser Bestes. Mal gucken, ob wir es ihm geben werden. Mit dabei ist außerdem noch Babyish. Du wirst dieses Spiel auch, unser Match auch hosten. Vielen lieben Dank dafür. Zuverlässig wie immer. Du spielst die Araber. Warum eigentlich? Ja, ich spiele die Araber, weil ich gerade durch die Handelskarawane zusätzlich mehr Gold kriege, durch die Stadtverbindung, und meine Karawanen haben dann auch 50% mehr zusätzliche Reichweite, wodurch ich mir dann ganz viel Gold einschiffeln kann und eine Armee ausheben kann. Klingt wie ein ganz guter Plan. Hast du einen guten Plan gemacht? Admiral G., du wirst die Russen spielen. Erläutere uns doch bitte mal deinen Schlachtplan. Ja, mein Schlachtplan ist, ich nehme mit euch in Russland und wenn ihr vor mir niederkniet, dann werde ich euch knabbeln lassen. Ach ja. Das ist die Art von diplomatischem Charme, mit dem du dich mit Sicherheit ein bisschen isolieren könntest auf unserem Multiplayer-Live-Abend. Gibt es vielleicht auch irgendwelche Nettigkeiten, die du deinen Mitspielern mitgeben möchtest? Zum Beispiel solche Angebote wie, mit mir könnt ihr handeln, ich bin die Treue in Person, Mütterchen Russland, ihr könnt als Kinderlein zu mir kommen. Ja, Mütterchen Russland produziert ja doppelt so viele strategische Ressourcen wie normal. Und unter Umständen, wenn ich mich nicht sofort in irgendwelche kriegerischen Aktivitäten reinstürze, bin ich auch bereit, die zu verkaufen. Und ich selbst, ich spiele auch mit. Ich spiele die Zulu. Wie in meinem Let's Play, das ich mit Piro Parker gemeinsam mache. Das heißt, mit denen kenne ich mich ein kleines bisschen schon aus. Und ihr als Zuschauer kennt euch dann vielleicht auch schon aus mit den Impi-Kriegern, die ich da ins Gefecht führen kann. Und die in der Spezialkaserne der Zulu in der Ikanda ausgebildet werden. Kleiner Vorteil auch des Leaders, Shaka, den ich spiele. Die Nahkampfeinheiten, wie eben diese Impi, kosten nur die Hälfte des üblichen Unterhaltes und können viel, viel rascher Beförderung bekommen. Und diese Beförderungen, die sind auch teilweise sehr tricky. Das sind Spezialbeförderungen, die andere Nationen nicht bekommen können. Eine sehr kriegerische Nation. Ich weiß gar nicht,
so richtig, warum ich die gewählt habe. Ist ja eigentlich gar nicht meine Art, andere Gegner anzugreifen. Andere Gegner, ich meinte natürlich andere Mitspieler. Das sind die. Da geht's schon los. Geht jetzt schon los. Das ist das Zulu-Blut in mir, das wallt bisweilen auf. Und dann habe ich Schaum vorm Mund, wische ich mir jetzt aus den Mundwinkeln und komme auch zum Schluss. Unser Live-Abend am Freitag, 9. Mai auf Twitch.tv. Den Link dazu findet ihr in der Nähe dieses Videos. 20 Uhr bis 24 Uhr. Wir werden streamen auf meinem Twitch-TV-Kanal und die meisten der Teilnehmer werden das Spiel auch mitschneiden und werden ihre Sicht der Dinge auf ihren YouTube-Kanälen dann in den Tagen danach noch hochladen. Das ist unser Angebot für euch für den kommenden Freitag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Adieu.